herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Hattenhorst und von Elstner im offenen Kanal. Wir haben heute unsere Runde ein bisschen erweitert und einen Gast können wir hier begrüßen, nämlich Pascal Begrich, den Geschäftsführer von Miteinander e.V. hier in Magdeburg. Herzlich willkommen, Herr Begrich. Vielen Dank. Guten Tag an die Zuschauerinnen. Ja, wir wollen heute zu dritt sprechen über das Thema Kriegstraumata, die Erinnerung an Krieg und NS-Diktatur. Dazu haben wir uns drei bekannte Erzählungen von ebenso bekannten Autoren ausgesucht, die die gesellschaftliche Wirklichkeit der unmittelbaren Nachkriegszeit schildern. Und wir werden uns bemühen, anhand dieser Autoren ihre Bestandsaufnahme am Ende des Zweiten Weltkrieges nachzuvollziehen, Fragen zu stellen nach Schuld, Verantwortung, nach Tätern und Opfern, danach, ob es in ihrem persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld so etwas wie Hoffnung auf einen Neuanfang gegeben hat. Aber wir wollen dann auch den Bogen etwas weiterspannen bis hin in die Gegenwart und Fragen nach Krieg und der Notwendigkeit von Krieg, zum Beispiel anhand des Afghanistan-Einsatzes, diskutieren. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wie immer ist es die Hoffnung in unserer Sendung, dass uns diese literarischen Erzählungen Einsichten liefern, die über die Betrachtung des reinen Tagesgeschehens oder wissenschaftliche Analysen hinausgehen. Wir beginnen mit Herrn von Elstner. Er wird uns kurz Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, dieses Drama erschien 1947 in Hamburg, noch einmal kurz vor Augen führen und vorstellen. Und danach werden wir in die Fragen einsteigen. Bitte schön. Draußen vor der Tür ist sozusagen die Kurzformel für diese Erzählung, die angelegt war ursprünglich als Hörspiel. Wolfgang Borchert hat sie Anfang 1947 geschrieben. Und es gab sehr, sehr viele Menschen, die nach dem Krieg nicht nach Hause kommen konnten. Und der entlassene Kriegsgefangene Beckmann, Unteroffizier Beckmann, er hat keinen Vornamen, kommt zurück ins zerstörte Hamburg und findet keine, er kommt nicht an, er findet keinen Anknüpfungspunkt, um nun wieder neu beginnen zu können. Wir sehen ihn an der Elbe, an den Landungsbrücken. Er will sich umbringen, wird dann von der Elbe, aber bei Blankenese wieder angeschwemmt. Die Elbe, die metaphorisch auch als alte Frau erscheint, will ihn nicht. Ein Mädchen findet ihn. Es scheint so etwas möglich zu sein, wie Geborgenheit bei einer Frau, bei einer jungen Frau zu finden. Und dann stellt sich heraus, es kommt jemand zurück, ein Einbeiniger, der den Platz wieder beansprucht. Beckmann ist wieder draußen vor der Tür. Ihn drückt die Verantwortung für die Soldaten, die er als Unteroffizier in ein Vorauskommando geführt hat und die tot sind. Wer hat die Verantwortung für die Toten im Krieg? Hat der einfache Soldat eine Verantwortung für die ebenso Unschuldigen auf der Gegenseite, der tot schießt? Hat die Verantwortung ein Unteroffizier? Hat der General die Verantwortung für die Toten seiner Schlachten? Hm. Ich denke, mindestens ein General hat die Verantwortung für die Toten seiner Schlachten. Hm. Er wird damit nicht fertig. Er besucht den Obersten. Der hat sich schon arrangiert, er wohnt hinter heimlich erleuchteten Fenstern, er sitzt am Abendbrottisch mit seiner Frau, man speist und tafelt, hat genug zu essen in dieser schweinemäßigen Notzeit der Nachkriegsjahre und er bricht da ein in die Idylle. Und der Oberst ist jovial, also hört sich das immer so an und Beckmann wird immer drängender. Der ganze Text ist expressiv, also er schwankt zwischen Realismus und Albtraum, Fantasie, Beschwörung der Szenerie, was sich in Beckmanns Kopf abspielt. Und er sieht plötzlich den General als eine Art bräugische Figur, ein dicker, schwitzender, feister Mann mit roten Generalsbiesen. Mhm. Und es sind Blutströme, die an ihn an den Hosenbeinen lang fließen. Und er spielt
zu dem Nazi-Kitsch-Schlager Tapfere kleine Soldatenfrau, zu dieser Melodie spielte ein Xylophon, das aus lauter menschlichen Knochen besteht. Und plötzlich hat der General auch keine Arme mehr, sondern auch Knochenarme, Arme, die wie die Stiele von Handgranaten aussehen. Mhm. Also ein höllisches Bild, eine Hölle. Und diese Kriegshölle erinnerte mich auch an die Einblattdrucke aus dem 30-jährigen Krieg. Ne? Da gibt es das Untierkrieg mit Wolfskopf und Löwenpranke und Bocksbein und dieses riesenhafte Untierkrieg, das dann den Lanzer in den Boden stampft. Und dahinter sieht man die fliehenden Menschen auf der Flucht. Krieg produziert immer Flüchtlinge, ne? Und die ihr Hab und Gut verloren, ihre Häuser, ihre Unterkunft, ihr Zuhause. Und das alles sieht Beckmann und er ist jemand, der damit nicht fertig wird. Mhm. Er zieht weiter, er klingelt an seinem Elternhaus, unterbrecht mich, wenn ich zu lang werde. Nee, machen wir erstmal. Er klingelt an seinem Elternhaus und in seinem Elternhaus sind die Eltern nicht mehr. Die haben, was ja ein Schicksal ist, was in der deutschen Nachkriegsgeschichte oder in der Alltagserfahrung der Menschen gar nicht so oft thematisiert wird, die gehören zu den Menschen, die Selbstmord begangen haben am Ende des Krieges, weil sie dachten, es geht nicht mehr weiter, die selber Mitläufer waren und die dann den Kopf in den Gasofen gesteckt haben. Und nun wohnt da Frau Kramer und Frau Kramer ist kaltherzig, ist kalt wie Hundeschnauze und sagt, das ist meine Wohnung. Und er hat da nichts mehr zu suchen und sie weist ihn von der Schwelle. Mhm. Und am Ende ist er wieder an der Elbe und weiß keinen Ausweg. Einen Erzähler habe ich noch ausgelassen, kann sozusagen ein Varieté, kann die Kunst auch so eine Art Rettung sein. Mhm. Er besucht einen Varieté-Direktor und er sagt, der lacht darüber, ja, mit Wahrheit hat ja die Kunst gar nichts zu tun. Mhm. Und dass Kunst vielleicht gerade mit einem intuitiven Durchblick auf Erkenntnis helfen könnte, das verlacht er eben. Und Beckmann wollte eben nun gerade da einen Rettungsanker sehen. Hm. Naja gut, am Ende bleibt es sehr pessimistisch. Er hat im Ohr dieses Tag-Tok-Tag-Tok des Kriegsheimkehrers, der ihn sozusagen nicht zu Hause ankommen lässt. Hm. Und es bleiben die Fragen offen, warum es sich noch lohnen könnte, weiterzuleben. Hm. Wer gibt Antwort? Warum soll ich weiterleben? Ja. Und die Antwort bleibt aus. Das ist so ungefähr die Geschichte. Hm. Und Sie sehen schon, ich rede mich so ein bisschen warm, weil dieses ganze Drama hat einen richtigen Drive. Hm. Also das geht richtig ab. Ja. Und das ist auch eine Paraderolle für viele bekannte Schauspieler und Sprecher gewesen. Wir können ja am Schluss noch mal über die Rezeptionsgeschichte vielleicht auch sprechen, dieses Stücks, was ja, glaube ich, auch sehr wichtig wäre. Aber bleiben wir noch ein bisschen, also Sie haben uns sozusagen das Panoptikum geschildert, was Beckmann sozusagen uns auch darreicht, indem er eben diese vielen Stationen abklappert, wo er überall nicht andocken kann. Mhm. Und ich will noch mal auf dieses Bild von dem Traum eingehen. Unsere Sendung heißt ja Kriegstraumata, einmal aufgrund der Verletzung, aber auf der anderen Seite begegnen wir eben auch Träumen, Albträumen in den Erzählungen, die wir hier verhandeln. Sie haben die Analogie zum 30-jährigen Krieg stark gemacht. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an Bilder, die also in den 20er Jahren in Reaktion auf den Ersten Weltkrieg entstehen, Otto Dix oder John Hartfield, die Bestie Krieg, die sagen, über dieses Leichenfeld zieht, diese eindrucksvolle. Also mit anderen Worten, es könnte auch sein, dass der Autor sagen, eher das mit rezipiert, wenn es ihm wenn er die Chance gehabt hat, das zu kennen zu dem Zeitpunkt. Ja, also ja. Wer hatte noch diese überreife Gesellschaft in den 20er Jahren in Varietés mit den einbeinigen und einarmigen Kriegsversehrten gezeichnet? War das Georges Grosz? Georges Grosz. Otto Dix, Otto Dix. Genau, Otto Dix. Der wird die sicherlich, also es gibt ja auch die Erzählungen, die expressionistischen Erzählungen, die ja sozusagen so teils im Drogendelirium, teils aber auch sozusagen in der Verarbeitung des Ersten Weltkrieges ganz ähnlich starke Bilder verarbeiten, und man muss doch stark annehmen, dass Borchardt die gekannt hat.
Aber die beziehen sich ja auch wiederum in ihrer bilderischen Gestaltung auf die Bilder irgendwie eines Bruegel oder auch der 30er, ja, also des 30-jährigen Krieges. Insofern schließt sich da so ein Stück weit auch wieder der Kreis. Mhm. Und es ist also mit großer Vehemenz ein Diktum gegen den Krieg. Also das ist also pazifistisch grundiert und nicht von ungefähr, stammt ja auch von Borchert, dieser berühmte Text sagt Nein. Also das ist sozusagen die Basis. Und ich dachte natürlich auch an Biermanns Text, Soldaten sind sich alle gleich, nicht lebendig und als Leich. Also das ist so dieses pazifistische Credo. Und obwohl er selber eben dann einen sehr tragischen Lebensweg nimmt und auch sagen die große Anerkennung nicht mehr erfährt, kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass er sozusagen den Geist vielleicht der ersten Hälfte der 50er Jahre auf jeden Fall trifft mit seinem Stück, dieses Nie wieder. Das große Ringen um die Wiederbewaffnung, was es dann im Anschluss gibt, bevor es 55 wieder zur Gründung der Bundeswehr kommt. Ja, aber hat Norst, die Frau Kramer und Konsorten, die haben gewonnen. Die hatten dann sehr schnell die Mehrheit. Ne? Ja. Aber ich hatte jetzt so ein bisschen darauf geschaut, warum ist das Stück so häufig aufgeführt worden, als Hörspiel produziert worden und so. Also ich glaube, da trifft er auch ein bisschen den Zeitgeist. Ja, aber es bot auch einen Ausweg. Es bot einen Ausweg, sozusagen demütig zu sagen, dieser Krieg ist einfach furchtbar. Und das ist ja eine große Diskussion auch in der alten Bundesrepublik dann gewesen. Kann man es dabei belassen, dass man den Krieg verurteilt? Mhm. Ne? Also es gibt ein sehr großes Kriegerdenkmal. Nein, um Gottes Willen, kein Krieg, eben nicht ein Kriegerdenkmal, sondern ein Denkmal auf die etwa über 30.000 Toten, die bei den Luftangriffen auf Hamburg 1943, Ende Juli, Anfang August ums Leben gekommen sind. Also weite Teile Hamburgs sind eben zerstört worden, pulverisiert worden teilweise, wie Hammerbrook, Rothenburgs Ort. Und die Toten liegen auf dem Ulsterer Friedhof und Gerhard Marx hat ein großes Relief, ein Denkmal geschaffen und das ist ein Totennachen, ein Charonsnachen. Und da werden die Toten, die so auch deformiert sind, die haben ihre Menschlichkeit verloren durch den Krieg, die werden da sozusagen hinüber ins Reich der Toten gefahren. Mhm. Das ist natürlich ein sehr großes Bild, aber es ist auch total unpolitisch. Mhm. Ist ein Stück weit ja auch eine Entlastungsgeschichte. Ja? Also alle können sich darauf einigen, dass Krieg schrecklich ist und dass im Krieg alle leiden. Das zieht sich ja durch, auch wenn wir uns die Neue Wache angucken in Berlin mit der Pietà, die dort aufgestellt ist, die an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Ein wichtiges Statement setzt, aber eben nicht nach den genauen Umständen fragt oder dem Kontext. Ja. Ein Stück weit kann man das ja auch so lesen, wenn man sich Borcherts draußen vor der Tür anschaut. Und das mag vielleicht auch eines der Gründe sein, warum das so ein beliebtes Nachkriegsstück geworden ist. Ja, das denke ich auch. Genau, da können wir vielleicht nochmal einhaken. Also die Perspektive, seine eigene Schuld ist die gegenüber seinen untergebenen Soldaten. Ja. Ja? Ja. Jeder ist an jedem schuldig geworden. Das kommt ja auch am Schluss vor. Ne? Aber es ist sozusagen eine Binnenperspektive unter den, wir würden heute sagen, eben Tätern, ne? Den Wehrmachtssoldaten. Ja, die Täter sind gleichzeitig Opfer und die Opfer sind Täter. Aber es gibt sozusagen nicht die Perspektive darüber hinaus auf den Kriegsgegner oder auf die zivilen Leidtragenden der Kriegshandlung. Ja, also aus der satten Besserwissener und Perspektive, die ich heute einnehme, habe ich das ja internalisiert, dass man auf den Kontext, auf die Vorgeschichte guckt. Ja. Und das ist das pädagogische Programm seit den 1990er Jahren gewesen. Ja. Ne? Also pädagogisierender Darstellung über den Zweiten Weltkrieg, dass man die Vorgeschichte mit erzählt. Ne? Mhm. Als 1993 das Museum für Hamburg-Geschichte eine Ausstellung machte, Hamburgs Weg in den Feuersturm, war das eben auch die Erzählung, dass erst die Nazi-Geschichte von Hamburg erzählt wurde, mit Hitler auf dem Balkon des Hamburger Rathaus und unter besoffen jubelnden Bevölkerung. Und erst wurde Warschau, Rotterdam, Coventry bombardiert und dann kam der Feuersturm nach Hamburg. Mhm. Ne? Das war so die Erzählung. Aber vielleicht muss man so das gar nicht didaktisieren. Es geht ja auch sicher darum, dass man das konkretisiert. Ja? Also man kann ja sozusagen den Kontext auch zeigen in dem Konkreten und irgendwie ein Teil der Literatur zum Krieg neigt ja dazu, das Konkrete wegzunehmen und sozusagen auf das Leiden schlechthin zu schauen, was sicherlich
hilfreich ist, weil es dann auch Literatur zeitlos machen kann, die es dann unter Umständen nicht wäre. Allerdings fällt dann eben auch raus, also das, was wir heutzutage diskutieren, Charakter des Vernichtungskrieges, zivile Opfer und. Aber das ist natürlich immer eine Gratwanderung literarisch gesehen, inwieweit dann Literatur gelingt oder überdidaktisiert. Na, wir kommen ja noch dazu, dass in den anderen beiden Erzählungen genau solche Zusammenhänge auch mit thematisiert werden. Da kommen wir noch zu, genau, aber stellen wir vielleicht vorher noch mal fest, er ist auf jeden Fall ein Außenseiter, ja? Ja. Borchert selber, ein Außenseiter in dem, dass er eben nirgendwo Anschluss findet, aber auch ein Außenseiter gegenüber seinen ehemaligen Kameraden, ja? Ja. Das noch mal deutlich zu unterstreichen, also nicht nur gegenüber dem General, sondern auch gegenüber der Kameraderie, die unter Soldaten geherrscht hat. Und um auch eben nicht missverstanden zu werden, es ist natürlich ein unmittelbares literarisches Zeugnis von 1947 und auch in dem Sinne auch nicht, sagen, gar nicht gering zu schätzen. Und bei der Gelegenheit kann man auch nochmal sagen, wir sind im 100. Geburtsjahr von Wolfgang Borchert. Wir feiern also auch ein Jubiläum 2021. In Hamburg ist das auch mit einer Ausstellung begleitet worden, auch nochmal ein Anlass, heute hier darüber noch zu sprechen. Ja, also das ist vielleicht wirklich nochmal ein wichtiger Aspekt. Das ist im Vergleich auch zu den beiden anderen Büchern eins, was sehr unmittelbar nach dem Krieg geschrieben wurde und auch eine Dringlichkeit dadurch mit sich bringt, wo man dann bei den anderen Büchern sehen muss, wie dringend, ob die auch eine ähnliche Dringlichkeit haben aus der entfernteren Perspektive. Und ein Buch, das sicherlich auch viele zur Identifikation einlud, ne? Weil sie vielleicht gefährdet sind wie der Beckmann. Selber gerade auch die Kurve gekriegt, aber sehr, sehr viele Menschen haben genau in diesen Abgrund geschaut. Ne? Ja. Gut. Das soll es gewesen sein. Ja. Gut. Ja. Dann schließen wir mit der Krieg ist immer noch sozusagen gerade zu Ende. Wir kommen vielleicht noch mal auf ein paar Sachen zurück. Sie können dann ja noch mal einhaken. Naja, diese Dringlichkeit ist das eine. Und das andere ist, wie kann man weiterleben? Beckmann kann anscheinend nicht weiterleben. Und andere suchen eben ein Ankommen zu Hause. Frauen spielen oft eine sehr wichtige Funktion als Rettungsmotiv, die Rückkehr zu den Frauen, die Sehnsucht nach einem Zuhause mit einer Frau. Und das ist eben nur allzu sehr verständlich, wenn man über viele Jahre in einer reinen Männergesellschaft gehaust hat und auch gerade so geschlechtliche Spannung zwischen Männern und Frauen auch verkommen ist pornografischen Vorstellungen und zu Vergewaltigungen, die im Krieg stattgefunden haben. Und dieses Umfangensein und Geborgenheit stiftende, ne, so in dem traditionellen Frauenbild, das ist auch eine große Sehnsucht. Zurück in die Küche, an den Herd, das spiegelt sich dann auch in den anderen Erzählungen wieder. Ja. Ja, das kann ich als Überleitung nehmen zum zweiten Werk, dem wir uns heute widmen wollen. Eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll, dem Literatur-Nobelpreisträger und langjährigen moralischen Gewissen auch der alten Bundesrepublik als Literat, der sich publizistisch auch immer in die Kontroversen seiner Zeit eingemischt hat, bis hin zur Friedensbewegung kurz vor seinem Tod. Und wir sprechen über die Kurzgeschichte, Als der Krieg zu Ende war. Die ist erschienen 1962 in der Inselbücherei als gemeinsame Ausgabe mit einer weiteren Kurzgeschichte, Als der Krieg ausbrach. Die beiden Kurzgeschichten korrespondieren miteinander. Wir haben es also mit einem unterschiedlichen Genre zu tun, einem vergleichsweise kurzen Text, der aber viele Interpretationsräume gleichwohl offen lässt und auch anbietet und daher auch gut zu unserem Thema passt. Ich will kurz sagen, was erzählt wird. Also ein Kriegsgefangener kehrt heim, wohl so im Herbst 1945, in einem Güterwaggon aus den Niederlanden, durchquert die Rheinlandschaft bis nach Köln. Das ist seine Heimatstadt. Von dort geht aber die Reise weiter nach Bonn und seine
Frau, die er wieder treffen will, lebt noch weiter außerhalb von diesen beiden Städten. Er weiß auch gar nicht genau, wo er sie finden kann. Und auf dem Weg in diesem Zug und durch seine Heimatstadt werden also diese verschiedenen Themen dieser Erzählung aufgemacht. Es ist erkennbar auch ein autobiografischer Text. Also Böll selber war also ähnlich wie der Protagonist die ganze Zeit Wehrmachtssoldat und stammt eben auch aus Köln. Ja, bevor wir sozusagen in die einzelnen Punkte gehen, kann ich vielleicht da gleich einhaken. Also es gibt dort auch wieder eine Außenseiterfigur. Der Ich-Erzähler steht also den übrigen Kameraden fern, hat auch mit dem ganzen militärischen Geist, mit der preußischen Tradition und so weiter gebrochen. Und tatsächlich sind die Frauengestalten durchweg positiv besetzt in dieser Geschichte. Am Anfang gibt es eine nicht weiter benannte ältere Frau, die an den Zug tritt, wo also diese Soldaten zurückfahren, die also auch hungern, die materielle Not leiden, und reicht einfach ein warmes Brot in den Zug, ganz selbstlos. Also eine ungeheure große Tat angesichts der Not, ja, die auch korrespondiert mit dem Werk Das Brot der frühen Jahre, das noch vor dieser Erzählung erschienen ist. Dann gibt es die Figur einer Hure, einer Prostituierten in einem sogenannten Tingeltangel, also einem Besatzerbordell, die den Protagonisten ganz kostenlos am Schluss telefonieren lässt, nämlich in die Stadt und dann mit seiner Frau, die er dann zum ersten Mal am Telefon hört, also eigentlich eine selbstlose Tat. Und schließlich die Frau von Böll selber. Da hat man wieder den Anklang an die erste Kurzgeschichte, die in dem Band ist. Er kommt eben sehr jung in den Krieg, ist Anfang 20 und am Ende ist er so 26. Und er wollte eigentlich, sagen, so kann man ahnen, sich noch gar nicht festbinden. Und in der ersten Kurzgeschichte heißt es immer, dass seine Frau zu sehr nach Ehe geklungen hätte. Und er bleibt ein bisschen auf Distanz. Und am Schluss der Erzählung, der letzte Satz heißt dann, als er ihre Stimme hört, dass ihre Stimme nie nach Ehe geklungen hat. Also sozusagen, da ist sie dann die Richtige. Ja. Und sie heißt auch Marie, also das ist auch ein bisschen Anklang an die katholische Welt, vielleicht Maria. Ja, ja. Wenn man ja, das also, weiter kann. Man, ja. Herrenhausmann, kann ja. Man kräftig auf die Tube drücken. Ja, genau. Der in der Wolle gefärbte Katholik, der immer im Clinch mit seiner Kirche lebte und mit Rom überkreuzt war, das ist natürlich urchristlich, eine Frau, die das Brot überreicht, das Brot, das immer so den Beiklang von Hostie hat bei Heinrich Böll, die eben warm die Hand auf dem Arm legt und von einer Frau berührt zu sein. Und dann neben dieser Marienfigur, das andere ist dann vielleicht die Magdalena, ne? Also wenn man wirklich also das ausschmücken will. Ja, natürlich, ne? Maria und Magdalena. Das ist gut religiös. Das hat natürlich nichts zu tun mit den deutschen Christen, die alle umgefallen sind und der Mehrheit der protestantischen Pfarrerschaft, die den Nazis nachgefolgt sind. Also da steht Böll schon sehr, sehr allein. Und der Theologe, den er besucht, auf der Suche nach einem Telefon. Das ist ein katholischer Universitätsprofessor, ein Theologe, der eben auch im Streit mit Rom war und dem er dann seine letzten, dem er ein Stück von seinem Tabak geschenkt. Genau, also, ich will dich hier nichts wegnehmen. Nein, du nimmst mir nichts weg, aber ich wollte vielleicht nochmal sagen, den Bogen schlagen zu unserem Thema und nochmal auf das Genre. Es lässt eben einen weiten Interpretationsraum frei, so wie es sich für eine Kurzgeschichte eben auch gehört. Eigentlich ist sie nach der Hochzeit von Kurzgeschichten in Deutschland verfasst worden, nämlich erst in Anführungsstrichen 1962. Aber Böll ist ein Meister seines Fachs. Man sieht also auch das englischsprachige Genrevorbild. Eine sehr reduzierte Sprache, sehr nüchterne Sprache. Die Handlung, die geschildert wird, ist unmittelbar. Und gleichwohl gibt es eben Schlüsselwörter, Hinweise, die andere Interpretationsräume aufmachen. Und auf unser Thema, also Kriegstraumata, Erinnerung an NS und Krieg zu kommen,
aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass er nicht einmal deutlich über Nazis oder Nationalsozialismus sprechen muss in dieser Kurzgeschichte, um deutlich zu machen, dass er sich mit diesem, mit dem gemeinen Wehrmachtssoldat eben nicht gemein macht, dass er dem völlig fremd gegenübersteht. Es gibt, sagen, das Bild von den Soldaten, die zurückkehren und sich die, teilweise die, die Rangabzeichen wieder annähen, in dem Moment, wo sie die deutsche Grenze überqueren. Vorher war das in englischer Gefangenschaft verboten, in amerikanischer war es erlaubt. Sie haben also verschiedene Stationen dadurch laufen und nun kommen sie also, kehren sie über den Rhein zurück und viele nähen sich also diese Rangabzeichen wieder auf die Jacke und er kann das also dann so nur noch mit Abscheu sehen und diskutiert mit einem jüngeren Soldaten, der ihn begleitet, immer über preußische Traditionen. Der führt also Kleist an, andere Größen der preußischen Geschichte. Und er kontert das immer mit so einem, mit einem Wort, nämlich Blomberg. Ne? Der Name des Generals, der Hitler angedient hat, genau, kann man sagen. Der erste Generalfeldmarschall der Wehrmacht war, der aber seit 1933 dafür gesorgt hat, dass sich die Wehrmacht relativ lautlos eingliedert, dass man auf Hitler den Treueeid schwört und dergleichen mehr. Und der Bruch zwischen Blomberg und der Entourage von Hitler und dem Diktator selber kommt in dem Moment, wo er bei einer internen Besprechung Zweifel an der Möglichkeit eines europäischen Zwei-Fronten-Krieges äußert. Ja. Und in dieser Doppelaffäre Blomberg-Fritsch wird er eben abgelöst wegen einer amorösen Geschichte, also einen konstruierten Fall und so weiter. Auf jeden Fall steht er für Böll, nur so als Name eben für die Desavouierung von preußischen Traditionen. Ja? So, das ist das Wichtige. Also er aus meiner oder aus unserer Sicht, er muss also gar nicht sagen, sein Bild von einem ideologisch verzerrten Nazi oder sowas entfachen, sondern er zeigt eben, wie so ein Militärapparat auch funktioniert hat, was man sich erzählt hat. Jünger ist ein anderes Stichwort, was immer wieder kommt. Die Erzählungen oder die Romane von Jünger Stahlgewitter werden eben bei den gebildeteren Soldaten, das ist auch in der ersten Kurzgeschichte so, immer angeführt als Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Ja. Und auch dafür hat er nur noch Spott und Häme übrig. Ja, da gibt es diese ganz auf den Punkt gebrachte kleine Szene, wo er diesem Jüngling das übel nimmt, dass er sich die Fahnen Junkerlitzen annäht, ihm gleichwohl auch das Garn schenkt. Und nun näht er sich die Fahnen Junkerlitzen an und er fragt dann ein bisschen bitter, hämisch, kühl, ob das denn ein uneingestandener Einfluss von Ernst Jünger sei, dass er sich nun diese Offiziersanwärterzeichen nach der katastrophalen Niederlage noch unbedingt an die Jacke nähen lassen muss. Ja. Und das ist auch teilweise ist auch sehr witzig oder entbehrt nicht einer gewissen Ironie oder Komik oder auch Tragik, wenn man denn ein Anhänger der deutschen Romantik und des 19. Jahrhunderts ist, das unterschätzt wird, dann wird einem ganz anders, wie gezeigt wird, einfach durch ein paar Schlagworte, wie deutscher Nationalismus schon im 19. Jahrhundert Traditionen entwickelte, die zu dem autoritativen Obrigkeitsstaat des Wilhelminischen Kaiserreichs führte und die dann doch auch es ermöglichte, dass das Preußentum sich der Hitlerei andiente. Und da gibt es die Stichworte, die wir den großen Traditionen deutscher Kultur und Bildung verbunden sind. Kleve als Stadt, die mit Lohengrin eben verbunden ist, der Sohn des Grals, des Parsifal, der kam daher, oder Anna von Kleve, eine der Frauen Heinrich des Achten, dieses Bildungsmäßige, was dann zum Ausdruck kommt. Und dann Wesel, Schill, ne, der deutsche Freiheitskämpfer, der eigentlich vollkommen sinnlos und ohne jegliche militärische Chance das Leben von sich und anderen opferte bei Stralsund. Mhm. Und seine Offiziere sind dann von Napoleons Truppen dort bei Wesel standrechtlich erschossen. Und so geht es durch die Geschichte. Man sieht die Pappeln der napoleonischen Armee,
Napoleon, der herausforderte zu den Befreiungskriegen. Es ging um republikanische Ideale, um bürgerliche Freiheitsrechte, um eine Verfassung, um Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Es ging aber auch immer um den deutschen Nationalstaat und wie denn aus der deutschen Einheitsbewegung mit diesen beiden Aspekten dann der preußisch-deutsche Nationalstaat wurde dann, das ist alles angetippt und das geht alles in dieser urdeutschen Niederrheinlandschaft auf und da wird einem auch ein bisschen dieser Gegensatz klar, ne? Warum Madame de Stael war es, glaube ich, die in ihrem Deutschlandbuch zu Beginn des 19. Jahrhunderts schreiben konnte, dieses Diktum, Deutschland ist das Herz und Frankreich ist der Verstand von der Rationalität der Aufklärung. Ja. Na, und vom Herz ist dann schrecklich und grauenhaft gar nichts mehr übrig. Ein deutsches Herz gibt es nicht mehr. Genau, also und wie kulturell dann weitermachen, das ist eigentlich so von Böll ganz bedacht und in schönen Bildern, die sanftmütig daherkommen, erzählt. Ja, es gibt einerseits diese schönen Bilder, also man kann sich die Rheinlandschaft und der Rhein ist auch ein Sehnsuchtsort. Also der Protagonist bricht auch in Tränen aus, als er den Rhein das zweite Mal sieht. Ja? Also da kann er nicht mehr an sich halten, eigentlich die stärkste Emotion, die wir haben in dieser Kurzgeschichte. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, dass diese Stichwörter wie Kleve, Lohengrin und so eben auch für diese nationale Tradition genannt werden. Aber gleichwohl ist da natürlich auch die Skepsis des Rheinländers gegenüber Preußen, was ich gar nicht ironisch meine. Ja. Das heißt also, die Preußen sind eigentlich, haben sich außer Koblenz und Kleve nicht so richtig festsetzen können. Ja, das kann auch sein. Und es wird auch ironisiert, denn wenn von Kleve die Rede ist, sind nicht nur die hehren Namen zu lesen, sondern es geht auch um eine Margarine, glaube Blauer Schwan. Ja. Und darauf antwortet der junge Soldat, der also noch grün hinter den Ohren ist, Fahnenjunker und sagt, er hätte heimlich Benjamin und Tucholsky gelesen, es wird eben von dem, ich erzähle auch vermute, dass er immer noch eine heimliche Sympathie mit Jünger haben könnte. Von dem wird dann so lapidar entgegen, ach so, das war das, was mich mit Kleve verwandt. Wir haben zu Hause Sanella gegessen. Ja? Also genau. Das ist auch eine komische Bemerkung. Der Schwan ist doch der das Boot von Lohengrin gezogen hat. Genau, und so. Genau, und das wird runtergebracht, die Margarine. Ja, genau. Es tauchen auch Rübenfabriken auf und sowas. Und das ist, da gebe ich Ihnen recht. Es gibt immer auch da schon eine ironische Brechung eigentlich. Ja, und das ist ja auch so eine Mischung aus sozusagen linkem Zeitgeist, wenn man so will, das Abarbeiten an der deutschen Nationalgeschichte, aber immer in der Verbindung mit dem katholisch-rheinländischen sozusagen und dem Blick, des katholischen Blick auf das preußische Deutschland. Also das verbindet sich bei Böll sehr schön irgendwie, macht es auch auf eine Art liebenswert. Ja. Also ich finde durchgehend so ein lapidarer, lakonischer Ton. Ja? Und wenn wir vielleicht um den Unterschied oder möglicherweise für unsere Fragestellung nochmal zu unterstreichen, den Unterschied zu Borchert. Es kommt in diesem Zug auch eine Szene, eine Erinnerung vor, wo er dann früher in einem Gefangenenlager gesagt hat, also ich wäre lieber ein toter Jude als ein Deutscher. Ja. Ja, also da ist, obwohl wir eben keine Nationalsozialisten vorgeführt bekommen, ganz klar der Völkermord angesprochen. Ja, das ist schon mal, gut, es ist 1962, aber das ist schon mal eine Entwicklung, so, ne, was anderes als bei Borchert. Auch auf der anderen Seite steht eben diese sehr eindrückliche Schilderung der Zerstörung durch den Bombenkrieg seiner Heimatstadt. Also man fährt mit der Straßenbahn auf der Linie Richtung Ludwigsplatz, also in den Süden von Köln, und die Bahn hält dann vor seinem vor seinem Elternhaus, und dort tritt er dann in der weiteren Folge auch in einen Traum wieder ein, wo er sozusagen einen Traum träumt von einem Alltagsgegenstand, der Kaffeemühle seiner Mutter, die eben nicht wieder zu befestigen ist. Also sagen, die frühere Ordnung ist nicht herzustellen. Das wird erzählt, aber es ist nicht nur diese Opfer- oder leidtragende Perspektive, sondern es ist auch die Perspektive eben auf die ermordeten Juden. Nur kurz, weil mir das auch so ein bisschen der Böll pur in seiner Botschaft erscheint. Das habe ich mir auch rausgesucht.
die Mutter war diejenige, die unter der Kaffeemühle in der Küche die Menschen tröstete und stärkte. Und sie machte das, indem sie Gnade hatte, Mitleid mit den Schwachen, und ihr Trost galt den Verfolgten. Das sind also ganz andere Kategorien als das, was man preußische Tugenden nennt. Genau, das wäre auch nochmal eine Frauengestalt, die vorkommt. Ja, auch wieder eine barmherzige, eine so aufmütterliche Figur. Mhm. Ja, also ganz klar. Und wichtig auch vielleicht an der Stelle, da steht auch drin, dass sie sozusagen versucht hat, mit den Nazis so zu reden, um sie sozusagen eines Besseren zu belehren oder sie zu überzeugen. Ja, ja, ich habe das so gelesen, dass die Schwachen auch die Mitläufer der Nazis sind, die schwach geworden sind. Genau. Ja. Ja. Im Grunde genommen bietet er eine Lösung an aus dem ganzen Dilemma. Er hat irgendwie so ein Bild, Heimat spielt eine Rolle, Religion spielt eine Rolle und der Humanismus, wenn man das so möchte, ganz klassisch gesagt. Und damit zeichnet er ja auch ein Bild oder eine Art Ausweg, den Borchardt vielleicht gar nicht gesehen hat und nicht sehen konnte, hat Böll sozusagen ein Ideal in sich, was ja immer wieder auch in seinen Büchern, die noch viel politischer sind, hervorkommt, dass er eben dieses Bild bietet, sozusagen auch als Ausweg aus der Geschichte, aus der historischen Sackgasse, wenn man so möchte, des Preußentums. Ja. Naja, da wäre ich aber auch noch vorsichtig, da wir haben ja auf der anderen Seite auch die Schilderung von Schwarzmarkthandel, von Korruption. Also eigentlich ist diese Gesellschaft ist auch moralisch am Ende. Also es gibt sozusagen eigentlich keine ehrliche Person, die Soldaten untereinander handeln mit Seife und Zigaretten und zocken sich gegenseitig ab die ganze Zeit. Ja. Ja, also da ist nichts mehr groß mit Tugenden. Nee, aber seine Idee hat er ja trotzdem irgendwie, also den Traum, den er beschreibt. Aber ja, er hat natürlich keinen weltfremden Blick. Also es gibt aber auch immer gute, ne? Ja, also den einzigen Traum, Traum. Also es gibt das Gretchen, das ihm das Telefonieren ermöglicht. Ja, den einzigen Traum, den ich sehe, ist tatsächlich die Rückkehr zu seiner Frau. Also das, was man damit verbinden könnte, dieses dann doch irgendwie wieder heimkommen. Oder anders leben können vielleicht. Oder die Erlösung aus diesem militärischen Apparat, um das nochmal deutlich zu machen. Also der militärische Apparat, auch gerade wenn man beide Geschichten zusammensieht, als der Krieg ausbrach und zu Ende ging, das ist sozusagen die Wurzel alles Übels, diese Männergemeinschaft. Ja, also die sich darin ergeht, entweder sozusagen Heldengeschichten zu entwerfen oder sozusagen ihren unmittelbaren, ganz rabiaten Vorteil zu suchen, auch gegenüber Frauen und so weiter. Ja, also heute würde man toxische Männlichkeit dazu sagen. Toxische Männlichkeit würde man das heute nennen. Ne, das ist sozusagen erzählerisch schon entwickelt. Ansonsten aber zeigt er uns eine also physisch, moralisch zerrüttete Landschaft. Und da wäre ich sozusagen vorsichtig, dann schon große Perspektiven daraus abzulegen. Also ich finde es eigentlich diese Kurzgeschichte sehr überzeugend in dieser Schilderung, dieser Zerstörung. Natürlich schimmert da die Hoffnung auf, aber ich finde es eigentlich auch in dem Sinne dann kein unmittelbares Zeitdokument, aber eine sehr gut beobachtete Geschichte über die unmittelbare Nachkriegszeit. Ja, das hat es natürlich, aber es hat auch eben schon etwas Perspektive, wie man weiterleben kann. Und das teilt es mit dem Roman von Kant, der Aufenthalt. Also dass auch das Ende des Zweiten Weltkrieges als eine Art Befreiung erlebt werden kann. Mhm. Und bei Heinrich Böll ist es eine private Erlösungsgeschichte, ne? Und bei Hermann Kant ist es politischer. Da gibt es diese eine Szene, warum ich mich im Gefangenenlager befreit fühle. Ich bin befreit, jetzt nicht mehr Menschen totschießen zu müssen. Ich bin befreit, hinter Stacheldraht. Ne? Ich bin befreit dazu, keine Befehle von Hitlers Wehrmachtsoffizieren entgegennehmen zu müssen und zu befolgen zu müssen. Okay. Also das ist sozusagen dann reflektiert. Ja. Nehmen wir das auf, kommen wir zum dritten Werk, das wir heute verhandeln, Hermann Kant, Der Aufenthalt von 1977. Bitte schön, Herr Wiegels. Meine Ausgabe ist nicht ganz so schön, das ist die zweite Auflage, auch von Rütten und Löhnig aus dem Jahr 1977. Das Werk heute, was die größte Distanz zeitlich aufweist zum unmittelbaren Kriegsgeschehen, also auch angesichts des Umfangs von 600 Seiten, mehr Potenzial für Reflexion bietet oder sozusagen auch nochmal
im zeitlichen Abstand Dinge anders reflektiert und dadurch, zumindest was die erste Hälfte des Buches angeht, ja auch eine weniger dringlich erscheint irgendwie in dem, wie die unmittelbare Kriegs- und Nachkriegszeit beschrieben wird. Hermann Kant muss man hier eigentlich nicht vorstellen, ist in Ostdeutschland einer der bekanntesten und verbreitetsten Autoren gewesen. Er ist eine ambivalente Figur irgendwie. Wir kennen ihn als Autoren, humoristisch, ironisch, aufgeladener Romane, die vor allen Dingen die DDR-Zeit verhandeln, ein Stück weit einerseits das Bild der Gesellschaft irgendwie damit so humorvoll, heiter übertünchen, wenn man das so möchte, die Widersprüchlichkeit, das Repressive des Systems dadurch untergehen lässt, aber trotzdem irgendwie so eine gewisse, an der Oberfläche so eine gewisse Reflexion oder Kritik auch bietet an Kleingeist der Zeit, an menschlicher Schwäche, ohne dass man so weit gehen könnte, dass hier etwas Oppositionelles durchschwingen würde. Aber durchaus ein reflektierter, kritischer Autor, was die Literatur angeht. Weniger reflektiert und kritisch war er als Funktionär. Er war lange Zeit Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR, hat sehr unbarmherzig agiert gegen all jene, die sich beispielsweise solidarisiert hatten mit Wolf Biermann. Ist irgendwie auch dadurch ein Stück weit in der literarischen Landschaft Ostdeutschlands sowas wie eine Hassfigur, irgendwie ganz zu Recht, muss man sagen. Aber davon unbenommen hat er eben ein Werk in Oeuvre hinterlassen, was durchaus unterhaltsam ist, immer wieder vergnüglich und auch Ansätze bietet, um auch kritisch sich mit dem kleinbürgerlichen Charakter der DDR, muss man ja so sagen, auseinandersetzt. Das Buch selbst ist 1977, hatten wir schon gesagt, bei Rütten und Lönig erschienen, hat dort 11 Auflagen erfahren, ist dann auch im Taschenbuchaufbauverlag verlegt worden, zuletzt jetzt erst in diesem Jahr, 2021. Es ist tatsächlich ein Buch, was noch gelesen und aufgelegt wird. Und es hat nochmal eine Bekanntschaft über die Auflagen hinaus erfahren durch die großartige Verfilmung von Frank Baier 1983, der Aufenthalt als DEFA-Film verfilmt. Das Drehbuch hat Wolfgang Kohlhase geschrieben. Der hat das Kunststück fertiggebracht aus den 600 Seiten, sehr anekdotenreichen Buch, die Quintessenz einer Novelle herauszuarbeiten in Form eines Drehbuches, einem Drehbuchautor wie Frank Baier zu überreichen und da einen sehr differenzierten, sehr anregenden Film draus zu machen, der auch irgendwie in den Widerspruch geraten ist zum DDR-Regime. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Nebenanekdote. So sehr wie Hermann Kant Funktionär war der DDR, so sehr war doch dieses Buch auch umstritten und vor allen Dingen dann der Film. Und es bedurfte sozusagen seines ganzen Funktionärsdaseins und seines Einspruches auch beim ZK, dass dieser Film überhaupt gezeigt werden durfte. Und er durfte beispielsweise nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen wollte, weil eben er nicht das vorherrschende doktrinäre Bild des Antifaschismus zeichnet. Das sozusagen ist vielleicht auch eines der Stärken dieser Bücher bringt sozusagen die ostdeutsche Perspektive auch nochmal ein Stück weit rein. Vielleicht kurz zum Inhalt natürlich, wir werden gerne uns weiter darüber auseinandersetzen. Der Roman verarbeitet mit dem Abstand von 32 Jahren Kants Kriegsgefangenschaft in Polen. Erzählt wird die Geschichte des Mark Niebuhr, der aus Mahne im Dithmarscher Südermarsch kommt, 18-jährig eingezogen wird, auch als Figur dargestellt wird, zu der der Krieg kommt. Also er kommt nicht zum Krieg, sondern der Krieg kommt zu ihm und der Nationalsozialismus, eigentlich alles wird ihm so ein bisschen überschüttet. 18-jährig, vor Weihnachten 1944, das ist auch wichtig, denke ich. Ne? Genau, sozusagen am Kriegsende quasi, als schon fast alles vorbei war und er sich vielleicht auch Hoffnung gemacht hat, eine Ausbildung beginnen zu können. All das wurde dann sozusagen abgebrochen. Und der sozusagen auch, das ist auch wieder eine Gemeinsamkeit mit den anderen beiden Büchern, als Außenseiter beschrieben wird. Er sozusagen, er identifiziert sich nicht, er sieht sich außerhalb des Nationalsozialismus, sieht sich außerhalb der Wehrmachtstrukturen, fremdelt mit den Kameraden, mit der SS. Denkt, dass er anders ist und freier und weniger Unmensch und ist trotzdem
in den Krieg und in die Gesellschaft verfangen, nutzt aber die erstbeste Gelegenheit zu desertieren. Das ist eigentlich also eine panische, aus dem Schrecken heraus resultierendes Weglaufen wird. Also schon wenige Wochen nach dem Einziehen quasi rennt er davon und wird von Polen gefangen genommen. Also er gerät in polnische Kriegsgefangenschaft und beschrieben werden dann so etwa 2 Jahre seines Gefangenenlebens bis 1946. Die dann aber noch nicht zu Ende ist. Nicht zu Ende ist. Ja. Also sozusagen 2 der Jahre ja. werden beschrieben sozusagen und im Sinne aber auch einer Läuterung. Er kommt dann erst in verschiedene Kriegsgefangenenlager, landet dann schließlich im Gefängnis von Warschau, weil er fälschlicherweise beschuldigt wird als SS-Mann in, ich glaube in Lublin war es, Kinder ermordet zu haben, wird also von einer Frau in Warschau irgendwie neben Leichenbergen, die dort liegen. Also da wird schon der Krieg auch sehr direkt. Ja, die Gefangenen werden hingeführt, um diese halbverbrannten Leichen anzuschauen. Genau. Und das ist ja etwas, was die Alliierten auch an anderen Orten gemacht haben. Und Ich würde es noch deutlicher formulieren, es ist nicht nur der Krieg, sondern es ist der Vernichtungskrieg der Wehrmacht. Ja. Der kommt das. Ja, also da wo sich der Krieg der Wehrmacht verschränkt mit dem Holocaust, ne? Der spielt da eine große Rolle. Und er landet dann im Gefängnis und setzt sich da notgedrungen mit seiner Vergangenheit auseinander, indem er seine Biografie verteidigt gegenüber den Anschuldigungen der polnischen Staatsanwaltschaft bzw. des Leutnants, der ihn da immer wieder verhört. Es tauchen auch, ähnlich wie bei den beiden anderen Autoren, Frauenfiguren auf, die keine große, zentrale, aktive Rolle spielen, aber sozusagen ein bisschen also heutzutage würden wir fast sagen, sowas wie Sidekick dienen, um etwas zu verdeutlichen sozusagen. Es spielt sozusagen seine Sehnsucht irgendwie eines aufwachsenden jungen Mannes eine Rolle, aber eben auch irgendwie immer so das Bild der Mutter irgendwie, wo er dann sozusagen anhand der Mutter versucht, irgendwie sich in seine Heimat wieder zurückzudenken. Und er setzt sich sozusagen anhand des Leutnants, aber vor allem dann an seinen gefangenen Kameraden, den deutschen Wehrmachtssoldaten, die dann tatsächlich als Kriegsverbrecher beschrieben werden, sehr direkt als Kriegsverbrecher beschrieben werden, mit seiner Vergangenheit auseinander. Und das Buch endet, wenn man so will, mit einem positiven Ausblick. Seine Unschuld wird erkannt. Er wird sozusagen aus dem Todestrakt entlassen, ist noch weiter gefangen. Er ist geläutert. Aber auch nicht in dem Sinne des DDR-Antifaschismus. Also in dem Buch kommen keine Kommunisten vor. Es gibt keinen Antifaschismus im Sinne der DDR. Und so ganz klar ist mir zumindest am Ende des Buches nicht, wie sehr geläutert er tatsächlich ist. Er hat immer noch so diese Idee, er ist ja nur dabei gewesen. Aber hat sozusagen in der Diskussion erkennt auch, dass dabei gewesen sein auch Teil des Verbrechens sein kann. Aber er sieht sich immer noch als außerhalb der eigentlichen verbrecherischen Gesellschaft. Also das ist vielleicht auch so ein Stück weit die Reflexion aus der DDR-Zeit, wo dann eben doch immer noch getrennt wurde zwischen den Verbrechern auf der einen Seite und der Bevölkerung, die sich hat verführen lassen auf der anderen Seite. Genau. Und kann das der Grund sein, Herr Biegerich, dass das Buch und dann auch die Verfilmung nicht so wohl gelitten war, weil ja die holzschnittartige Propaganda der DDR eigentlich nur den Nationalsozialismus und die Leute, die da mitgemacht haben, und den kommunistischen Widerstand kannte. Und dieses Buch ist für mich eine Auseinandersetzung mit den Skeptikern. Niebuhr kommt aus einem proletarischen Haushalt, der in Marne, Provinzstadt. Der Vater ist Lagerarbeiter in einer Getreidemühle und er lernt Drucker, also das klassische proletarische Handwerk für den proletarischen Aufstieg. Er kann mit Büchern und mit Drucken und sowas, hat er Fantasie, kann er was anfangen. Er ist Skeptiker. Also er betrachtet die Dinge, aber er gehört, so ganz am Rande taucht mal so das neue Deutschland auf, die Widerstandskämpfer, die kommunistischen Widerstandsgruppen und so. Und damit hat er aber nichts zu tun. Das kommt im Buch auch praktisch nicht vor. Eigentlich mit nichts zu tun. Er hat weder mit den Nazis vor Ort zu tun. Aber er hat individuelle Erkenntnisse. Und ich würde sagen, dass da haben die vor lauter Angst haben die Funktionäre die Skepsis gegenüber diesem Buch entwickelt nicht richtig gelesen, denn es ist eben auch toll beschrieben, diese Szene, wie kann man sozusagen sich rächen, wie entsteht Schuld
Und wenn man die Schuld oder das Verbrechen bekämpft, kann man dann neue Verbrechen begehen. Es gibt diese eine Szene, wo er als Zwangsarbeiter im Sommer 45 draußen im Gelände Fracht umladen muss zwischen Güterzügen, und es sind lauter Nähmaschinen. Und es sind von der Sowjetarmee geraubte Nähmaschinen, und es wird deutlich, das sind Nähmaschinen aus Privathaushalten. Und es sind arme, kleinbürgerliche, proletarische Haushalte, die solche Nähmaschinen benutzten, um sich selber eben Kleidung herzustellen. Und die Kriegsgefangenen, die boykottieren jetzt diesen Transport, indem sie heimlich das Schiffchen aus diesen Nähmaschinen rausnehmen. Und so dass die Nähmaschinen, wenn sie denn in der Sowjetunion ankommen, unbrauchbar sind. Das ist auch der zweite Grund im Grunde, warum das Buch so wohl gelitten wurde, weil das ambivalente Figuren zeigt. Also er ist sozusagen, er entscheidet sich nicht für die richtige Seite. Die gibt es in dem Buch nicht so richtig. Die Polen werden. In dem Fall aber doch. In dem Fall denkt er drüber nach. Ist auch scheiße, dass jetzt die Sowjetarmee den armen deutschen Haus von den Nähmaschinen klaut. Aber genauso scheiße ist es, dass wir jetzt sozusagen ins Nichts führen, wenn wir die Nähmaschinen unbrauchbar machen. Also wir durchbrechen die Kette von Unrecht nicht. Für uns ist das die richtige Seite. Für die DDR, mit dem Blick der DDR, war das eben nicht sozusagen eigentlich die Sowjetarmee so kritisch darzustellen. Die Polen, auch in Polen ist das Buch noch wohl gelitten. Das hat erst 1983 eine Auflage dort erfahren. Insbesondere der Film ist dort nicht gut angekommen, weil sozusagen einfach die Idee, dass suggeriert wird, die Polen hätten fälschlich angeklagt und hätten das nicht so ganz begriffen. So penibel, wie die braven kommunistische Administration dann letztlich die Unschuld auch hervorkehrt, ist doch alles recht großartig. Ja, aber da muss man eben auch zwischen den Zeilen lesen können, man muss sozusagen so ein Werk auch annehmen können, aber es war die große Angst, dass es nicht gut ankommen könnte, was sowohl dazu geführt hat, dass der Roman abgelehnt wurde, als auch der Film, obwohl beide natürlich Kassenschlager gewesen sind. Auch das spielt eine Rolle. Und was an dem Buch halt, was ich aber besonders gut finde, dass er tatsächlich im Gegensatz auch zu den beiden anderen, vielleicht auch aus der Distanz heraus, sehr deutlich über Kriegsverbrechen redet, über die Shoah redet, Auschwitz wird erwähnt, Treblinka wird erwähnt. Und die 600 Seiten, das ist ganz oft so bei Romanen, irgendwie meistens gewinnen Romane nicht durch Länge, sondern irgendwie laufen Gefahr, geschwätzig zu werden. Man kann der ersten Hälfte des Romans, findet man viele starke Szenen, aber auch so ein bisschen abschweifendes, anekdotisches, wo der Krieg auch gar nicht vorkommt. Da ähnelt Kant doch durchaus auch den beiden anderen. Da wird zwar über den Krieg reflektiert und da werden so kleine Anekdoten erzählt, aber so der Schrecken des Krieges, der taucht da eigentlich nicht auf. Also ich glaube, das erste Mal, dass der Krieg als Krieg erwähnt wird, das ist irgendwie, da sind schon die ersten 30, 40 Seiten geschehen. Dann gibt's aber so ein Stück weit tatsächlich einen Bruch. Also mit der Ankunft in Warschau wird sehr viel direkter und sehr viel deutlicher auch ausgehandelt. Das Thema Schuld und Sühne und was hat sozusagen der einfache Wehrmachtssoldat mit den massiven, gigantischen, nicht fassbaren Verbrechen der Shoah zu tun, des Holocaust. Und das wird sehr eindrücklich dargestellt. Es gibt so eine Szene, wo der Leutnant mit ihm durch die Straßen des zerstörten Warschaus in ein Gefängnis läuft. Also das ist auch sind die Straßen des zerstörten Ghettos, wo sehr eindeutig der Leutnant ihm quasi wie eine Stadtführung gibt und sagt, das ist hier die Straße. Das will ich vielleicht auch kurz mal lesen, weil das eben, also da wird dieser Schrecken unmittelbar, ohne dass er beschrieben wird. Also es entgeht sozusagen dem Voyeuristischen, wie man das vielleicht bei Jonathan Little hat heutzutage, der das ja auch mal sehr direkt beschreibt, mit Blick aus 70 Jahren zurück. Und der Leutnant dann eben ihn so führt und dann erzählt, schau einmal lieber Marek, so heißt der Protagonist, wird er von den Polen genannt, sind wir nun in Ghetto-Stadt, das Rest davon. Man kann es nicht glauben, dass ein Rest ist von einer Stadt, aber bei einem Karton voll Asche kann man auch nicht glauben, es ist ein Rest von einem Mensch. Also da tauchen natürlich heutzutage vor unserem geistigen Auge auch die filmischen Beschreibungen des Holocaust, die literarischen auf. Wir befinden uns auf der Gesiasstraße, es
sieht nicht aus wie eine Straße, es sieht aus wie ein Ziegenweg in Hohe Tatra, aber es ist Geserstraße. Und so geht das weiter. Er beschreibt die Straßen, die zerstörten Häuser. Da kommt dann auch so ein bisschen die Naivität des Mark Niebuhl zutage, der sich dann fragt, sind jetzt nur die Häuser zerstört oder was ist denn mit den Menschen passiert? Also eine Frage, die man eigentlich so aus heutiger Sicht als absurd sieht. Also was soll denn mit den Menschen passiert sein, wenn die Häuser zerstört wird? Das wird da ganz wunderbar beschrieben. Und eben auch die Rigorosität der Deutschen wird beschrieben. So erzählt dann auch der Leutnant, auch geschossen. Wir haben auch geschossen. Wie der Aufstand war, hat man geschossen und gesprengt. Und wie der Aufstand fertig war, hat man gesprengt und mit Flammenwerfer die Löcher ausgesäubert. 100%, ihr habt wieder gemacht einen Weltrekord. Also auch da eine Auseinandersetzung mit den deutschen Tugenden, die da vorkommt. Aber sozusagen gespiegelt aus der polnischen Perspektive in dem zerstörten Warschau und gleichzeitig in der Auseinandersetzung mit der Naivität dieses jungen Menschen, der sagt, ich war doch gar nicht dabei gewesen. Und irgendwie, ich bin doch kein Nazi, aber sozusagen am Ende eben doch Teil der gesamten Kriegsmaschinerie, wie man will. Das wird so nicht aufgelöst, aber er kennt, dass er ein Teil im Getriebe gewesen ist. Und das ist eben sehr eindrücklich hier in mehreren Szenen beschrieben. Das wird auch reflektiert. Ne? Also der Mark Niebuhr denkt darüber nach, bin ich ein Ermöglicher gewesen, zu meinem sehr kleinen Teil ein Ermöglicher gewesen für Hitlers Welteroberungskrieg und für Hitlers Massenmord an den Juden. Und wenn ich nur, und er hat ja auch getötet, er hat einmal mit der Panzerfaust als die Front sozusagen da war, hat er einen Panzer abgeschossen und drei Männer sind noch rausgesprungen, die anderen sind im Panzer verbrannt. Und er hat dem Geruch einer Erbsensuppe folgend einen deutschen Koch erschossen. Ja. Und ist deswegen ja auch dann. Da war die Front schon dran und dann wurde er eben halt hatte sich beim Bauern versteckt. Sie haben das ja angedeutet und kam dann in polnische Kriegsgefangenschaft. Aber diese Gedanken, wie alles miteinander zusammenhängt, die entwickelt dieser trotzige, widerspenstige, unabhängige, vom proletarischen Elternhaus geprägte Geist selber. Also mich erinnerte das auch so an Jugendfreunde, die eben aus Arbeiterhaushalten kamen und der eine Vater, so Schichtarbeiter bei der Phoenix, der sagte dann, gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Na, so, also dieses Staatsferne und schon mal so gucken, wie der Hase läuft und nicht blind irgendwas mitmachen, was dann einem vielleicht gar nicht gut tut. Ne? Dieses sich raushalten und so seinen eigenen Weg gehen und diese Skepsis ermöglicht ihm dann, ne? Er liest ja auch wie verrückt, ne? Er versucht Bücher zu tauschen und so, ermöglicht ihm dann zunehmliche Erkenntnis. Ich finde das sehr DDR-konformes Programm. Es ist sozusagen ein Seitenstück zu die Aula, wo alle für den sozusagen im DDR-Sozialismus glücklich werden und hier ist es sozusagen ein bisschen zurückgenommen. Da findet erst noch einer seinen Weg und es bleibt auch ein Stück offen, ob er dann wirklich Sozialist wird, ne? Und wie weit seine Erkenntnis trägt. Aber eigentlich ist es, er tut ja, am Ende tut er ja Buße. Die Polen bescheinigen ihm, ja, SS-Mann warst du nicht, kein SS-Scherge, und entlassen ihn in die nächste Gefangenschaft als Zwangsarbeiter, der nun dieses Ghetto mit dem Schutt wegräumen muss. Und er nimmt das an. Ja, aber so konform sehe ich das nicht. Ich finde das eher so als Gegenstück. Es gab ja in der DDR-Literatur, wenn man jetzt die Abenteuer des Werner Holl zum Beispiel sieht, von Erik Neutsch, das finde ich ist so ein klassisches DDR-Stück, irgendwie so ein runtergebrochen auf so eine Episode, eine Coming-of-Age-Geschichte à la DDR, irgendwie der geläuterte Antifaschist, der am Ende dasteht, vom Hitlerjungen zum Antifaschisten. Hier sozusagen sind Ambivalenzen da und es verhandelt ja sozusagen auf einer sehr individuellen Ebene die Schuld und er kommt ja auch nicht wirklich von alleine drauf. Also es hilft ihm, seine Beschäftigung mit Literatur, die Barocklyrik spielt übrigens eine große Rolle, also haben wir auch wieder sozusagen die Replik auf die Schreckensbilder des Barock, also er hat ja mal Fleming als großes Vorbild und dichtet sich dann die Welt schön so ein Stück weit und bringt sich in Bredouillen. Aber sozusagen, er wird ja drauf gestoßen durch den Leutnant, der ihn irgendwie vor Augen führt. Die unmittelbaren Folgen
der Aktion der Nazi-Wehrmacht. Er wird auch diese russisch-jüdische Ärztin, die ihm sozusagen auch so ein bisschen die Bildungsgeschichte Deutschlands spiegelt und immer gegengesetzt. Übrigens ganz ähnlich Ambivalenz, wie bei Böll. Freiherr von Stein, deutsche Geschichte wie Freiherr von Stein, wie Stalingrad, wie deutsche Literatur, wie Volk ans Gewehr. Also wo sozusagen auch so die Ambivalenz der deutschen Geschichte eine Rolle spielt. Aber tatsächlich mit dieser Bildungsroman-Erkenntnis am Ende, so kann man schon fast sagen, das Wort Unmensch ist eine Ausflucht. Es ist uns gemacht, uns abzutrennen von Geißler. Das ist einer dieser SS-Leute, die damit gefangen sind, und anderen Geißlern. Also sozusagen, wo so eine Erkenntnis da ist, man will sich zwar abtrennen, aber irgendwie gehört man doch zu, aber vielleicht auch nicht so ganz. Er ist ähnlich gewesen, ist seine Schlussfolgerung. Und die kann man natürlich, wenn man möchte, kritisch lesen. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist auf jeden Fall kein Buch, wo was Grund gehabt hätte, von der DDR argwöhnisch beäugt zu werden. Also ich muss jetzt mal einhaken. Also, bevor es nur an die Lauf wird. Das ist ja fürchterlich. Also Hermann Kant sagt ja selber in einem Interview zu dem Buch, es ist kein Soldatenroman, es ist ein Entwicklungsroman, eine Bildungsgeschichte. Ich glaube, das ist ganz deutlich geworden. Dann würde ich sagen, dieses Reflektieren über die verschiedenen Facetten von Soldatensein, von Kriegsverbrechen, von den Leidtragenden. Das ist die Qualität, die dieser Roman birgt, jenseits erstmal von der Frage, ob es vielleicht ideologisch konform ist am Schluss oder nicht. Mhm. Ich finde das erzählerisch erstmal sehr stark, auch in den Einzelszenen. Es sind also viele wirkliche Juwelen in diesem Roman, sei es die Schilderung des Geschliffenwerdens in der Kaserne oder auch eine ganz frühe Passage, wo es schon um Schuld geht, wo er also zum ersten Mal mit Kriegsopfern konfrontiert wird. Hier wird er häufiger vorgelesen aus dem Roman, dann will ich das auch nochmal riskieren. Da heißt es also, es ist nicht leicht, so etwas zuzugeben, aber die Fragen schlugen in eine Antwort um und die klang bedrohlich für mich. Ich hatte keine Zeit für die Opfer und keine Zeit für die Mörder. Hier lief meine Zeit. Ich lief hier unter verblakten Gefängnismauern an Leichen vorbei. Es jagte mich etwas und es erwartete mich etwas und nur, dass es nicht gut sein konnte, wusste ich von ihm. Ja, also sagen, diese innere Entwicklung und aber auch die ganz klare Perspektive auf die Leidtragenden, das ist, glaube ich, das ist literarisch einfach stark gemacht. Mhm. Und auch der Ton in dem Roman, vielleicht um das mal, ist ja so ein sehr, sehr eigentlich so ein männlich, auch so ein lakonischer Ton, der sich durchhält. Daher vielleicht auch die Frauen, die sagen, eher Objektcharakter haben. Ja? Also ich würde... natürlich muss man den Autor einordnen, eben als DDR-Literat und als der Funktionär, der er gewesen ist. Aber ich glaube, der Aufenthalt ist eben auch ein wirklich starkes Stück auch an Literatur. Und da sieht man die ganze Qualität auch von Hermann Kant. Mhm. Und das denke ich, geht über diese ideologische Verwertbarkeit oder Deutbarkeit des Romans ganz klar hinaus. Ja. Ja, ich mache das ihn bleibend auch. Ja, gleichwohl, es bleibt eben Hermann Kant und er hat eben oft so etwas Joviales, Macho-mäßiges, Gönnerhaftes. Mhm. Also er karikiert dann auch diese Männer, die er trifft, manchmal sehr mitleidlos oder... diese Prägungen aus der Zeit, aus der er kommt, sind bei ihm ganz anders als Böll. Ja. Auch von großer Härte, richtig. Schnottrigkeit. Manchmal ist das fast so was Paralleles wie zu so einem Casino-Ton. Ne? Genau. Das ist kein empathischer Roman auf eine Art. Ja, das ist schon so. Er hat ja so einen Ton das geht ja bis zum Sarkasmus fast. Ja. Und irgendwie, aber man kann sich, also ich finde auch, bietet viele starke Szenen und auch viel Potenzial zum Auseinandersetzen, gerade zu der Frage individueller Schuld. Und das sozusagen ist vielleicht auch geschuldet des Umstandes, dass er eben erst 32 Jahre nach Kriegsende erschienen ist, im Gegensatz. Aber sozusagen ist auch einen anderen Ansatz. Das finde ich überhaupt nicht. Man sieht den autobiografischen Erlebnishintergrund, der scheint da durch. Die Beobachtungen sind ja sehr genau. Also ich finde, da hat der Roman wirkt in dem Sinne nicht irgendwie nachträglich oder aufgesetzt oder so. Das soll es vielleicht jetzt zu Hermann Kant gewesen sein. Versuchen wir noch eine kurze Synthese oder vielleicht eine Schlussfolgerung. Also wir haben jetzt ja über
bekannte Autoren, bekannte Erzählungen geredet, die eben schon ein paar Tage hinter sich haben, eben in der Hoffnung, dass sie uns Einsichten bieten über das, was Krieg sein könnte. In der Gegenwart ist es so, dass die Bundeswehr vor einigen Wochen gerade Afghanistan verlassen hat, unter haarsträubenden Umständen. Mhm. Und wir für die Zukunft als Gesellschaft, als Bundesrepublik damit zu rechnen haben, dass es weitere sogenannte Auslandseinsätze, kurzum auch Krieg, geben wird. Was können uns denn diese namhaften Erzähler damit auf den Weg geben, wenn wir darüber reden, ob und wie so etwas berechtigt ist, zulässig ist, legitim erscheint? Ja, die Frage ist für mich unbeantwortbar. Ne? Also die Ablehnung von Krieg und Gewalt liegt auf der Hand. Und wir erinnern uns an die Bombardierung des Tanklastzuges, den die Taliban geklaut hatten, der feststeckte in einem Flussbett. Und Oberst Klein von der Bundeswehr leitete ein, dass US-Bomber dann halt diesen Tanklastzug bombardierten. Und es sind sehr, sehr viele zivile Opfer zu beklagen. Hat jetzt Oberst Klein Schuld? Ne? Ist die Bundesrepublik sozusagen entschädigungspflichtig oder sagt man, war halt Krieg, Pech? Ne? Also General Harris, der Oberkommandierende der britischen Luftwaffe, ne? ist der jetzt irgendwie verantwortlich für die Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Opfern in Dresden, Hamburg und in den anderen deutschen Großstädten, weil leider Kollateralschaden, diese vielen Menschen dann auch starben. Ich habe dafür auch keine Antwort. Gleichwohl fühle ich mich herausgefordert, mich zu solidarisieren. In dem Aufschrei sagt Nein mit Wolfgang Borchert, in der vehementen pazifistischen Grundhaltung den Krieg abzulehnen. Wie dann gleichwohl eine demokratische, offene Gesellschaft sich verteidigt und ob da nicht doch militärische Mittel erforderlich sind, das ist für mich nicht aufgelöst. Ich würde da vielleicht anschließen wollen, also ich sehe das auch so, sozusagen diese Grundbotschaft irgendwie danach zu streben, eben keine kriegerischen Lösungen für Konflikte zu finden und die Erinnerung daran, dass Krieg Wunden hinterlässt. Also bei Kant beschreibt das ja schön, die Mutter die Nachricht hat, dass dann der Vater und der Bruder gestorben ist und sie sitzt immer am Küchentisch und guckt raus auf die weite Dithmarsche Landschaft und sagt, so sieht das aus, wenn die Seele stirbt. Also irgendwie sie guckt raus, also was Krieg mit Menschen macht. Ich glaube, das tut immer gut und ist immer wichtig und richtig, sich daran zu erinnern, unabhängig von der Frage, ob ein Krieg notwendig sei oder nicht, dass er Konsequenzen hat, ganz persönliche, individuelle. Und auch nochmal der Blick auf die, also der Perspektivwechsel, der bei Kant zum Beispiel durchscheint, bei Böll aber auch, auf die Leidtragenden, die Opfer, die man auch immer in den Blick nehmen muss, bei dem Abschätzen, was ist Kollateralschaden, was nicht. Das sind sicherlich auch Fragen, die sozusagen bei Auslandseinsätzen eine Rolle spielen. Und ich glaube aber vor allem, dass die drei Bücher Bestand haben werden, weil sie Teil der Debatten sind über Vergangenheitsbewältigung, wie das so schön heißt, über die Frage von Erinnerungskultur. Auch die wird ja immer wieder aktuell diskutiert und da macht es schon Sinn, sich auch anzuschauen, wie Literaten der alten Bundesrepubliken, der alten DDR damit umgegangen sind und wie sie diese Fragen verhandelt haben. Und auch das kann einen Beitrag für die heutigen Debatten leisten. Ich glaube auch, dass sie nur vermeintlich nicht mehr aktuell erscheinen, sondern ich glaube, dass sie als Zeugnisse wichtiger werden in dem Moment, wo die unmittelbare Erinnerung durch Zeitgenossen, durch Erzählungen in der Verwandtschaft zurücktritt. Ja, also ich glaube, dass sie als Zeugnisse nochmal an Wert gewinnen. Dann auf das Thema Kriegstraumata nochmal zu sprechen zu kommen. Es ist ganz offenkundig, dass man den Krieg eben mitnimmt, dass er einem in der Jacke hängt.
dass man genau. das auch nach ja. Jahrzehnten, so wie Hermann Kant, so lese ich den Roman auch, mhm. leider nicht mehr los wird. Ja. Ja, wir haben es jetzt ja auch mit Posttraumatisierten zu tun, häufig sehr schwere Fälle, sehr offenkundige Fälle, aber es gibt sozusagen, so könnte man diese Erzählung auch lesen, es gibt darüber hinaus noch vieles, was sozusagen unter der Oberfläche weiterwabert. Herr Hartloss, mittlerweile gibt es ja, ja ganze Literatur darüber, ja. wie auch so gleichsam die nachfolgenden Generationen bis hin zur Enkelgeneration ja. davon kontaminiert sind. Ne? Ja, also man, also das könnte man, also das denke ich, kann man feststellen, man macht das nicht ohne Konsequenzen. Mhm. Man wird kaum einen Krieg führen können, der nicht dann auch zurückkommt, wenn man ihn woanders führt oder der eben nicht transportiert wird durch die Personen. Und das andere, was ich glaube auch in allen drei, oder zumindest in beiden letzten Erzählungen, was offenkundig ist, ist ja die Frage, ob so ein militärischer Apparat organisiert werden kann, eben ohne diese toxische Männlichkeit, ohne diese Männerkameraderie mit all ihren verschiedenen Facetten und Folgen. Ja. Ja, ist das überhaupt denkbar? Also gibt es den Bürger in Uniform in dem Sinne, dass man dann sagen anders vielleicht ja, miteinander war mal ein hehres Ziel, ja. Dass man dann zusammentritt. Ja. Okay. Das soll es vielleicht jetzt ja. kurz nochmal auch als anderes in die Gegenwart gewesen sein. Ich darf dann aus aktuellem Anlass auch nochmal sagen, dass wir in der Stadtbibliothek Magdeburg am 3. November Sönke Neitzel mit dem Buch Deutsche Krieger zu Gast haben, mhm. zu einer Lesung, wo es genau um den Eigencharakter, das Selbstverständnis von Armee am Beispiel der Bundeswehr geben wird. Also da haben wir sozusagen auch vielleicht noch einen aktuellen Anknüpfungspunkt. Ich danke ganz herzlich Ihnen, Herr Wegerich, für die engagierte Diskussion und Ihren schönen Beitrag heute zu unserer Diskussion. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns treu. Das war Hattenhorst und von Elsner. Ihnen einen schönen Tag. Musik